Frostsperre. Frostsperre. Was? Denk mal drüber nach. So, das sind wir bei Choose a Weapon Gaming News. Wir gucken uns die Woche vom 5. bis zum 11. August an. Das Sommerloch ist, by the way, immer noch nicht vorbei, falls ihr euch fragt. Nein, wir haben nur ein wirkliches Release am Freitag, den 9.8. Tales of Xillia für die PS3. Ein weiterer Teil der Namco Bandai Japano-RPG-Reihe. Gibt es einmal in der normalen Version, dann gibt es da die Day One Edition. Da kriegt ihr zwei Exklusivkostüme. Und dann gibt es noch die Miller Maxwell Edition, da gibt es eine 20,5 cm Miller-Figur und den Soundtrack sowie das Artbook. Falls ihr auf so Japano-Zeug steht, schaut es euch an Indie Now. Bei den Indie-Games haben wir News, und zwar Fest 2 ist jetzt offiziell gecancelt. Ja, nachdem es vor kurzem erst angekündigt wurde, ist es jetzt schon wieder gecancelt. Kann ja nicht sonderlich weit in Entwicklung gewesen sein. Das ist das Ergebnis eines kurzen Streits, den Phil Fish mit einem Gaming-Journalisten gehabt hat, der wohl das fast überlaufen gebracht hat, und Phil Fish macht jetzt scheinbar keine Games mehr. Hat er zumindest gemeint. Mal gucken, ob er das auch wirklich durchzieht. Ja, Fest 2 gibt es auf jeden Fall nicht mehr erstmal. In Sachen Releases haben wir bei Steam Early Access dieses Mal Cannon Brawl. Das ist ein 2D-Game, das mich ein bisschen an eine Mischung aus Worms und Tower Defense erinnert. Also zerstörbare Umgebungen und man baut Türme und muss halt eben seinen Gegner zerstören damit. Schaut euch auf jeden Fall mal das Video auf der Steam-Seite an, weil das sieht ultra cool aus, ultra chaotisch und kostet nur 9 Euro und ist halt eben in der Alpha bisher, deswegen relativ günstig. Für alle Freunde von Worms höchstwahrscheinlich sehr viel Spaß. Außerdem raus Cloudberry Kingdom, ein prozedural generierter 2D-Plattformer. Also im Prinzip unendlich Levels für alle möglichen Schwierigkeitsgrade. Also wenn ihr irgendwie Ultra-Pros in Plattformen seid, dann könnt ihr euch da die brutalsten Level aller Zeiten generieren. Da ist I Wanna Be The Guy nichts dagegen. Kostet nur 9,99 € und ja, sehr, sehr brutal. Macht aber super viel Spaß, wenn man auf Plattformer steht. Und das kostenlose Indie-Game ist auch ein Plattformer, und zwar Super Mario Bros. Crossover. Da würdet ihr jetzt sagen wahrscheinlich, oh, das hatten wir doch schon mal. Nein, das ist die Version 3.0 dieses Mal. Mehr Charaktere, und wer noch überhaupt nicht weiß, was das ist, das ist im Prinzip Super Mario Bros., das Original, mit verschiedenen Charakteren, wie zum Beispiel Samus oder Mega Man, die eben da eigentlich nicht reingehören. Oder diesen Typen von Contra, wie auch immer die heißen. Ich weiß es nicht. Wer ist der Typ von Contra? Hans und Peter. Hans und Peter von Contra sind auch dabei. So, und jetzt machen wir News, würde ich sagen. Ich gehe mal da lang. Und bin auch schon wieder da, weil ich mache dieses Mal die News, zumindest die eine Hälfte davon, weil Metwurst ist nicht da, den haben wir nach Nordkorea verkauft. Ja, irgendjemand muss ja diese Sendung auch finanzieren. Ja, es gibt endlich einen neuen DZ-Dev-Blog und wir wissen endlich mal, an was sie gerade arbeiten und wie es mal mit der Alpha aussieht. Es wäre ja langsam mal an der Zeit, dass irgendwann mal die Alpha rauskommt. Und zwar haben sie angekündigt, ja, erstmal keine Alpha, weil der aktuelle Milestone eben noch nicht ganz so weit ist. Vor allem in Sachen Networking-Technik ist noch ein bisschen was zu machen. Am Verletzungssystem und am Attachment-System arbeiten sie gerade. Und hoffen, dass eben der nächste Milestone, der dann irgendwann, man weiß natürlich noch nicht wann, rauskommt, eben die Alpha sein wird. Und das wirst du bald spielen können. Ja, schaut auf jeden Fall das Video an, sehr informativ für Leute, die drauf stehen und die immer noch drauf warten, nach einem Jahr oder wie lange das jetzt schon in Entwicklung ist. Mal sehen, was rauskommt. Sieht auf jeden Fall gut aus, auch grafisch. Apropos Bohemia, es wurde jetzt bekannt gegeben, dass die Arma 3-Kampagne nicht zum Release, sondern eben erst später rauskommen wird. Ja, dann können wir uns ja erstmal freuen, wenn auf der Gamescom jetzt in 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen, wird die zweite Insel nämlich auch vorgestellt. Altis, die große von diesen beiden Inseln, auf der Arma 3 spielt. Das ist aber was, auf das wir uns freuen können, und die Kampagne kann eigentlich warten, weil die Kampagne ist meistens nicht so in das kleine Teil von Arma. Aber ja, die Kampagne kommt später erst. Der CEO von Square Enix Europa und Amerika, Phil Rogers, hat ein Sequel zu Tomb Raider angekündigt, und zwar zu dem 2013 erschienenen Tomb Raider. Außerdem wurde angekündigt, dass es von Dark Horse einen Comic geben soll, der eben gerade die Verbindung herstellen soll zwischen dem 2013 erschienenen und zwischen dem Sequel, was dann letztendlich rauskommt. Und falls ihr Tomb Raider noch nicht gesehen habt, ich habe mein Let's Play bei mir. Der Producer von Mortal Kombat Legacy, Lance Sloan, hat angekündigt, dass es einen neuen Mortal Kombat-Teil geben soll in absehbarer Zeit, der wahrscheinlich wieder von NetherRealm Studios gemacht wird. So wie es aussieht, ist es noch relativ am Anfang, denn sie schauen gerade erstmal, wie sie das Business so hinkriegen. Also gucken wir mal auf jeden Fall. Für alle Mortal Kombat-Fans auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir kriegen bald wieder was zum Zerschnetzeln. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Ich geh jetzt. Hey. Was denn? 2 Zentimeter purer Hass. Das ist schwer. Ne? Als Tore, Rammen und ihr wisst ja, all die guten Gothic-Anmachsprüche. Beim Shirt haben sie es gut gemeint. Die haben ihn einfach gleich 2-mal drauf gedrückt und einfach mal Hulk und Iron Man vergessen, aber sonst. 2 Zentimeter fest, schwer. Ist es dann ein
Frostnadel. Frostpommes-Pizza. Das Shirt ist mundgemalt, hallo? Mundgemalt und Fuß geblasen. Ich glaube, der stürzt sich demnächst vom Zug oder so. Wahrscheinlich. Wird es ein Geldspeicher, liegt sicher, springt von oben runter. Bricht das Genick. Bricht das Genick. So schläft Fischfisch. Genau. Nun schläft er bei den Fischen. Katamari, kleiner Kerl mit großem Ball. Ich erinnere mich, ja. Nicht den Ohrwurm? Jetzt muss ich wieder Katamari spielen, 3 Wochen, super. Wir machen ja keine Witze über depressive Leute. Nur manchmal. Einfach mal, die heißen ab jetzt einfach mal Hans und Peter. Keine Ahnung, wie die heißen. Das war so meine Seite für diese Woche. Bis nächste Woche auf Wiedersehen! Fick Konsolen. Fickt euch, Konsolen. Fickt euch, Konsolen! Die sind voll scheiße, deswegen habe ich so viel da hinten stehen.